Nun, meine Herren, sollen Sie auch den Anlass erfahren. Heute Nachmittag habe ich unseren lieben alten Pavian begraben. Bitte nicht zu lächeln. Er hieß eigentlich Schmitz und war unser Lateinlehrer. Er hat uns mit Cäsar und Horaz gefüttert. Wir haben ihm dafür Knallplätzchen unter das Katheder gelegt. Nun hat er Ruhe vor seinen bösen Buben. Wir trinken auf sein Andenken. Ja, unsere alten Lehrer. Wenn man heute so darüber nachdenkt. Ich erinnere mich da, wir hatten einen jungen Turnlehrer. Wenn wir den ärgern wollten. Wir waren auch so eine Lausbande. Wenn ich daran denke, was wir alles mit unserem verehrten alten Otto Bock angestellt haben. Eine interessante Zwischenfrage. Warum tut man das eigentlich? Warum macht man solchen Kult mit seinen Lehrern? Na, wahrscheinlich doch, weil sie so saukomisch sind. Nein, gerade umgekehrt. Sie werden erst dadurch komisch, wenn man dauernd Schindluder mit ihnen sein. Das fällt doch kein Pferd aus. Tag aus, Tag ein vor so einer Rasselbande, da wird man leicht ein bisschen verschoben. Naja, eine kleine Schwäche haben sie wohl alle. Unser Direktor zum Beispiel, der hat die Hühner. Dicht neben dem Schulhof. Die Hühner haben wir mit Brot gefüttert. Das Brot haben wir vorher in Schnaps getaucht. Oh. Es war wundervoll. Es hat den Hühnern gut geschmeckt. Und sie benahmen sich sehr menschlich. Die einen versuchten zu singen, die anderen wurden sentimental. Und der Hahn aber, der wurde zudringlich und vergriff sich an einer Konservenbüchse. Jedenfalls hatten wir Gelegenheit, die erschütternden Wirkungen des Alkohols, in diesem Sinne. Vorsitz, wir trinken auf unsere Schule. Auf unsere Lehrer. Die sollen leben. Leben und nicht aussterben. Herr Doktor. Na, die Herren sind ja heute sehr animiert. Ich glaube, Herr Doktor, Sie erzählen sich Witze. Unanständig. Na, wie war denn das Stück? Ich bin froh, dass ich es nicht geschrieben habe. Kommen Sie hier inzwischen. Denn das für ein Gebräu. Wir haben schon ein bisschen angefangen. Feuerzangenbowle. Ein Teufelszeug, kann ich Ihnen sagen. Geht scheußlich aufs Gemüt. Macht bei mir nichts. Und macht einen herrlichen Kater. Geht Ihnen das auch so, Pfeiffer? Dass Sie manchmal noch von der Schule träumen? Schule? Nein. Wie kommen Sie darauf? Das tun wir doch alle. Wohl eine Alterserscheinung. Ich habe immer denselben Traum. Ich sitze mit meinem Jungen zusammen auf der Schulbank. Oh. Stellen Sie sich vor, als alter Knast. Ich habe natürlich keine Ahnung mehr und der Bengel muss mir alles vorsagen. Ich träume immer. Ich habe mein Geschichtsbuch vergessen. Besonders, wenn ich abends zu viel Hummer gegessen habe. Geschichtsbuch? Ich habe niemals Bücher besessen. Das Geld war mir viel zu schade. Ich habe alles versoffen. Habe ich Ihnen das schon mal erzählt? Passen Sie mal auf. Also es war erst April. Bei uns war immer April. Pfeiffer, lachen Sie doch auch mal. Worüber? Ihnen ist nicht zu helfen. Wir wollen inzwischen die neue Auflage präparieren. Ja. Danke sehr. Hey,
Sie, was Sie sind. Wir dürfen mich nicht immer unterbrechen. Na ja, ruhig. Wenn man nämlich abgeschabte Kreide im Kind tut, dann schäumt sie und es gibt. Ach, das aushält. Ja, wir hatten mal einen in Terzian. Das war so ein richtiger feiner Pinkel, wissen Sie? Sofort bei Intimität, ein bisschen kurzsichtig war er auch. Und der war aber... Einen nassen Schwamm haben wir den auf den Kathedrenstuhl gelegt. Nun stellen Sie sich mal vor, den ganzen Morgen saß der mit seiner nassen Hose. Und das lassen sich die Lehrer alle so gefallen? Oh, mein Lieber, die werden doch nicht gefragt. Ja. Haben Sie denn sowas nicht gemacht? Nein. Was war denn das für eine Musteranstalt? Ich war auf keiner Schule. Ja, aber Sie haben doch mein Abitur habe ich privat gemacht. Ich bin von einem Hauslehrer auf dem Gute meines Vaters unterrichtet worden. Was? Sie waren in keiner Schule? Nein. Das ist ja entsetzlich. Was, Sie armer, bedauernswerter Mensch, da wissen Sie ja gar nicht, wie das ist. So eine richtige Penne mit richtigen Paukern. Und richtigen Lausig, Jungens? Ich kann es mir wahrscheinlich vorstellen. Vorstellen? Erleben müssen Sie das. Natürlich, Pfeiffer, da haben Sie schrecklich viel versäumt. Er kann einem richtig leid tun. Das schönste Stück Jugend hat er verpasst. Weiß Gott, das hat er. Und das kann er auch nicht mehr nachholen. Prosit, Pfeiffer. Prosit, Pfeiffer. Verzeihen Sie eine Frage. Warum kann er das nicht mehr nachholen? Wie soll ich das verstehen? Sie meinen, er sollte nachträglich nochmal... Nur aus Spaß natürlich, für ein paar Wochen. Als erwachsener Mensch? Das ist ja Unsinn. Natürlich ist es Unsinn. Obgleich eigentlich, rein theoretisch betrachtet. Ja, meinen Sie das im Ernst? Das weiß ich nicht genau. Das müsste man sich mal überlegen. Es könnte natürlich nur irgendwo sein, wo man ihn nicht kennt. Ach, das ist das Wenigste. Bamberg zum Beispiel, das ist meine Heimat. Liegt wunderbar hinter dem Mond und ist ein entzückendes Städtchen mit einem entzückenden Gymnasium und mit ganz entzückenden... Mädchen? Nee, Lehrern. Gibt es denn da wenigstens ein anständiges Hotel, wo er wohnen kann? Hotel? Quatsch. Eine Bude muss er natürlich haben. Ja, ganz klar. Sturmfrei. Ich fürchte nur, seine schöne Marion wird es ihm nicht erlauben. Ich werde sie nicht fragen. Die Pfeiffer wollte etwa wirklich... Ich habe, weiß Gott, Wichtigeres zu tun, als da wochenlang in so einem Kaff rumzusitzen. Na, was das anbelangt, ich als Ihr Verleger darf mir ein offenes Wort erlauben. Sie haben mir letzthin ein bisschen viel geschrieben. Es wäre Zeit, dass Sie mal was erleben. Jawohl, und was richtig Verrücktes, dass Ihnen mal ordentlich das Gehirn durchpustet. Lass Sie wieder lachen lernen, Sie haben es am nötigsten von uns allen. Da, wie wär's, Pfeiffer? Hätten Sie Mut? Wozu Mut? Was kann ihm schon passieren? Wenn es ihm zu dumm wird oder man will ihn rausschmeißen, kann er jederzeit aufstehen und sagen, meine Herren, Sie können mir gar nicht. Mein Abitur habe ich hier in der Tasche und meinen Doktor obendrein. Also, beschlossen und verkündet, wir schicken den Pfeiffer nochmal aufs Gymnasium. Ja, nur erlauben Sie mal. Mir wird gar nichts erlaubt. Bis ich mich dazu geäußert habe. Ach, Sie sind überstimmt, 4-1. Ja, wann fahren Sie? Aha, ich beneide Sie. Verdammt, man möchte mit Ihnen fahren. Oh, Mensch, ich könnte Sie ermorden. Wir sind uns klar darüber, dass es natürlich ein Irrsinn ist, aber... Ich habe mir schon immer gewünscht, mal etwas Irrsinniges zu tun. Mal ein richtiger Junge sein. Albern und ohne Sorgen. Klassenarbeiten machen. Mit Papierkügelchen schießen. Ach, Leute, das glaubt mir ja kein Mensch. Sieht doch nicht aus wie ein Penela. Kleinigkeit, da müssen Sie sich eben entsprechend zurechtmachen. Dann stellt ihr euch das vor. Soll ich mir vielleicht das liebe Bärtchen wegnehmen lassen? Mein wallendes Dichterhaar stutzen? Vielleicht auch noch eine traurige Nickelbrille ins Gesicht? Bücher unter dem Arm und die Primanermütze auf den Kopf? Thank you.
stehe ich eines Morgens auf dem Schulhof, bin der Neue, die Sensation für Babenberg. Und jetzt kommen sie in dichten Haufen, staunen mich an und fragen mich aus, wer ich bin, woher ich komme.